Ja, moin Leute, DirectX wieder am Start mit dem zweiten Teil der dritten Kampagnenmission von Battlefield 1. Ja, ich liege hier immer noch im Busch. Ja, wer nicht weiß, worum es gerade geht, der guckt am besten nochmal in Teil 1 rein. Und ja, ich hoffe, ich krieg sie hier alle erledigt. Ist aber eine gute Position hier. Die kommen gerade alle immer in diese Richtung. Und ich kann sie abknallen. So, ich nehme mir mal hier die MP18. Was ist das denn hier? 12G Automatik? Kann die ja? Ist das so eine Art Schrotflinte, glaube ich? Selbstlader. Die sieht doch schon ganz nett aus. Was haben wir noch hier? Ja, ich glaube, mit der bin ich hier ganz gut bedient. Warum wird mir jetzt Schwert hier angezeigt? Ja, das ist schon komisch. So, ich habe noch... Oh. Direkt mal auschecken. Boah, das ist übelst laut, das Ding. Also das ist, glaube ich, nicht so die Waffe meiner Wahl, glaube ich. Das ist ja richtige Schleich-Action hier, was ich hier veranstalte. So ein bisschen hinterhältig, muss ich ja zugeben. Ich sitze hier im Busch und warte, bis die ganzen Leute hier ankommen. Oh, die ist aber echt kacke, die Waffe. Oh. Was quietscht denn hier mal so? Kann ich von hier was sehen? Ich weiß es nicht. Der kommt jetzt eh hier hin. Nö, braucht er nicht. Könnt ruhig ein bisschen näher hinkommen. Wo ist der Sack? Holt der jetzt Hilfe oder was? Die MG hat mir, glaube ich, ein bisschen besser zugesagt.
So, ich nähere mich da mal von hinten am besten. Da ist auch ein Feuer an, dann muss hier auch irgendwo gleich ein Wachposten vorbeischauen. Die Knarre ist auch wieder mordsmäßig laut, habe ich so das Gefühl. MG halt. Direkte Konfrontation wäre scheiße irgendwie. Köder werfen. Habe ich noch nicht gemacht. Weiß ich nicht, wie das geht. Ja, hier habe ich natürlich keine Munition. Oh. Da habe ich schon einen. Ich mach das Ganze jetzt mal ein bisschen anders, ein bisschen schneller. Dauert mir einfach zu lange. So, die kommen jetzt wahrscheinlich eh hier hin. Boah, die Musik, die macht mich gerade ein bisschen kirre. Oh, das war's schon. Okay. So, ich schnapp mir jetzt schnell noch. Oh. Stolperdrahtbombe. Hatte ich schon eine? Habe ich jetzt zwei, oder? Ja. So, was gibt's hier Schönes? Hä? Artillerie? Ach, eine andere Pistole. Da ist aber ein scheiß Deal. Stielhandgranate, okay. Ja, die Pistole ist aber kacke. Dann würde ich lieber hier was ordentliches nehmen. So, was ist denn mit ihm hier? Hat er keine Munition oder so? Ja, sie hat er hier liegen lassen. Perfekt. So, ich muss mal kurz schauen. Hä? Hier ist doch auch mit Panzer. Ah. So, ich glaube, ich bekomme eine ersten Ersatzteile, wenn alles gut geht. Oder? Ausgeschlachteter Motor, ja, genau. Zündkerze. Oh, mein Hals irgendwie. Nicht schlecht, da waren es nur noch drei. Was? Drei insgesamt? Oh, das ist, da habe ich noch was zu tun. Okay, ganz so wild ist nicht hier, dass ich hier ständig rumschleichen muss. Aber, ja, war du bis jetzt gar nicht so verkehrt. So, ich würde sagen, der Weg war ganz okay. Schaue ich mir das Ganze mal an. So, jetzt nur nicht erwischen lassen. Ich gehe am besten mal hier in den Turm und schaue mir das Ganze von oben an.
Oh. Oh, jetzt kommen alle hier. Ich hoffe, hier ist keiner mehr. Vielleicht kann ich von hier oben schießen. Wäre natürlich ideal. Aber die Jungs haben, glaube ich, gar nicht mitbekommen, dass ich hier im Turm bin. Das hat zwar kurz Alarm gemacht. Ja, noch sind sie am Suchen nach mir. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht rein. Ich muss das Ganze mal ein bisschen beobachten hier. Der Kollege wiederholt sich aber. Ich mache das jedes Mal hier den Fehler. Na, das ist ziemlich scheiße. Fall ziemlich laut. Treffen ist auch scheiße. Jetzt bin ich auch noch verletzt und auf der Flucht. Ja, so ein bisschen konnte ich flüchten. Ah, die Waffe ist eindeutig scheiße. Mit dem Snipern hat mir besser gefallen hier. In dem Gelände. So, ich will mir die anderen drei da holen. Ich mache jetzt mal hier einen auf kurzen Prozess. Kommt der nächste oder was? Boah, der hat aber mies getroffen. Was geht denn hier ab? Wo kam der denn her mit dem Flammenwerfer? Meine Güte.